Hallo Freunde, wir gucken uns heute einmal die Statistiken der Fußball-Europameisterschaft 2016 an. Da gibt es doch viele interessante Zahlen, Daten und Fakten. Oder wie Homer Simpson einmal sagen würde, Statistiken sind Mittel von Querulanten, um alles zu beweisen. 14% der Leute wissen das. Ja, liebe Freunde, 12 Spiele haben wir bislang gesehen und 22 Tore durften wir erleben. Das sind 1,83 Tore pro Spiel, was aktuell eher ein bisschen wenig ist. 1,83 Tore pro Spiel bedeutet ein Tor alle 49 Minuten. Auch die Verteilung der Tore ist sehr interessant. Wir haben erlebt, dass 6 Tore in der ersten Halbzeit gefallen sind und 16 Tore in der zweiten Halbzeit. Ja, daran merken wir auch, dass die Mannschaften taktisch gut stehen. Zu Beginn lassen sie halt wenig Tore zu, aber am Ende gehen ihnen teilweise die Puste aus und dann kommen doch noch ein paar Tore zustande. Bei der erfolgreichen Passquote steht auch überraschend die Schweiz ganz oben mit 92% angekommene Pässe, aber auch Portugal und Deutschland haben 92% angekommene Pässe. Dazu muss man sagen, dass Deutschland allerdings dabei noch viel mehr Pässe gespielt hat. Noch mehr Pässe hat Spanien gespielt, die kommen allerdings auf einen guten Wert von 91% erfolgreichen Pässe. Beim Ballbesitz gibt es 3 Teams, die weit vorne stehen, Spanien mit 67%, Portugal mit 66% und Deutschland mit 63%. Gefühlt könnte man ja sagen, Manuel Neuer sei der Torwart mit den meisten Paraden. Der hat uns doch gegen die Ukraine ein ums andere Mal gerettet. Vielleicht ist es gar nicht Manuel Neuer, sondern der Torwart von Island, Halldórsson, der 10 Bälle aufs Tor bekam, die aber alle parieren konnte. Leute, wenn ihr noch weitere Statistiken wollt, die gibt es auf der offiziellen Seite der UEFA unter Statistik. Ist doch sehr interessant, das mal alles zu lesen. Was ist für euch die interessanteste Zahl der Fußball-Europameisterschaft? Schreibt es mir in die Kommentare rein. Ich verabschiede mich mit einem Zitat von Werner Hansch, wortwörtlich: Nach der Statistik müsste jeder vierte Mensch Chinese sein, aber hier spielt ja gar keiner mit. Leute, bleibt am Ball, macht's gut, euer Sören, ciao!